Schönen guten Abend, mein Name ist Nini Ciclauri. Ich habe vielleicht das erste empathische, emotionale Europabuch geschrieben, denn es gibt genug politische Abhandlungen über Europa, aber ich wollte ein Buch schreiben, das das erste Mal das Herz berührt und vielleicht die europäische Idee fühlbar machen lässt. Ich stehe hier zum ersten Mal für eine Buchpräsentation in der Buchhandlung Morava, wo auch das Buch erhältlich ist. Und ich hoffe, dass ganz viele von euch diese Geschichte lesen, die auch unter anderem meine Lebensgeschichte ist, die sehr, sehr persönlich und emotional ist und vielleicht aufzeigt, was es eigentlich heißt, in der EU zu leben und in welcher Gefahr wir uns befinden und was wir tun können. 12 Schritte, die wir jetzt tun können, um die europäische Idee bzw. das europäische Fundament zu festigen. Und die findet ihr auch ganz hinten mit der Anleitung im Buch. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut.